Also wir haben ein Abendforum und nachdem wir also vielfach schon gestern Abend und auch heute über Vielfalt gesprochen haben und auch die rechtlichen Fragen, jetzt geht es etwas empirisch, aber keine Sorge, es wird auch etwas rechtlich sein. Nämlich ob dies Multikulti oder viel, die Kanzlerin hat ja, glaube ich, gesagt, dass Multikulti gescheitert sei. Und jetzt wollen wir uns mal darum kümmern, ob jetzt die Vielfalt oder Multikulti gescheitert ist. Hier sind, werden Erfahrungen aus den Niederlanden und auch aus Deutschland. Wir haben natürlich eine Abendveranstaltung und vielfach hatten wir Musik, aber jetzt wird das Ganze, was wir über Vielfalt dann geredet haben, wird abgerundet. Und also wir hatten heute Morgen auch Herrn Altmaier, der dazu redet, und dann Recht und Vielfalt, Professoren Breit-Briede und Wallrabe. Und jetzt geht es um die Wirklichkeit, mehr oder weniger. Kees Groendijk ist sicherlich einigen bekannt, da er schon häufiger hier in Hohenheim gewesen ist. Und er hat durch Kees Groendijk kam, dass auch die europäische Ebene rein, wie, die wir immer stärker gebrauchen. Wir wissen ja, dass das, also das Aufenthaltsgesetz von europäischen Richtlinien überlagert ist. Und er ist Emeritus-Professor für Rechtssoziologie an der, Radboud-Universität Nijmegen und Gründer, ja, das, Gründer dieses, des Zentrums für Migrationspolitik an der, in der Rechtsfakultät und auch Vorsitzender war Vorsitzender, Entschuldigung, also bis vor kurzem, war Vorsitzender des Meyers-Komitee. Das Meyers-Komitee ist ein ständiger Sachverständigenausschuss zur internationalen Migration, Flüchtlinge und Strafrecht. So, ja, dann will ich nicht weiter reden und Kees Groendijk willkommen heißen. Liebe Hohenheimer Freunde, meine Damen und Herren, ich möchte gerne anfangen mit ein großes Kompliment an die führende Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien für die deutlichen Zeichen, dass sie die letzten Monate gegen rechtsextreme Parteien und Bewegungen gesetzt haben. Die deutschen Politiker haben Grenzen gesetzt und sie haben nicht in den vergangenen Jahren mit diesen Parteien und Bewegungen paktiert und damit ihre Vorhaben, ihre politischen Vorhaben legitimiert, wie Politiker in den Niederlanden und in Dänemark das getan haben und noch immer tun. Die deutschen Politiker, wie zum Beispiel Angela Merkel in ihren Neujahrsreden, haben eine deutliche Botschaft gegeben für die deutsche Bevölkerung, aber diese Botschaft ist auch anderswo in Europa wahrgenommen. Während seiner eindrucksvollen Vortrag von hat Peter Altmaier heute Morgen, während seines Vortrags habe ich wiederholt gedacht, hatten wir den letzten Jahrzehnt mal solche Politiker in den Niederlanden gehabt, die den Mut hatten, diese Botschaft so klar zu diesem Thema so klar zu sagen. Das war das seriöse Teil meiner Vorträge. Und gemeintes, wirklich gemeintes Teil, man soll das nicht unterschätzen. Der Rest meines Vortrags hat zum Ziel, dasjenige, was Peter Altmaier über den Niederlanden gesagt hat heute Morgen, etwas zu relativieren. Sein Bild ist ein bisschen überaltet. Vielfalt als
politisches Konzept war, die mit ein Fragezeichen war, das war den Auftrag, Organisatoren mich dieses Jahr gegeben hat. Was bedeutet Vielfalt als politisches Konzept? Ich konnte mich vierlei vorstellen. Vielfalt als Ideal. So, wie mehr Vielfalt in der Gesellschaft, wie besser. Aber ich glaube nicht, dass es in beide Länder, in den Niederlanden und in Deutschland, seriöse Politiker gegeben haben, die das als Zielsetzung haben. Vielfalt als Instrument, als Instrument der Integrationspolitik, das könnte man vielleicht sagen von der niederländischen Minderheitenpolitik im 80er Jahre bis zur Mitte der 90er Jahre. Aber in Deutschland glaube ich nicht. Vielfalt als Fakt. Niederlanden und Deutschland sind beide heute geprägt von religiöser und ethnischer Vielfalt, aber das ist ein Fakt. Ein Fakt kann nicht scheitern, man kann es leugnen, ignorieren oder als bedrohend erfahren, aber es kann nicht scheitern. So, Vielfalt als zentrale Werte der Demokratie, die Wert legt auf ein pluralistische Gesellschaft, wo man zivilisiert und friedlich zusammen kann leben, Menschen mit unterschiedlicher Sprache, Religion und Herkunft friedlich und zivilisiert zusammenleben können, wie das heute Morgen von Dr. Bride so eindrucksvoll geschildert ist. Wenn ich mir einen zweiten Gedanken darüber gemacht habe, habe ich gedacht, was wirklich gefragt ist, ist die Integrationspolitik gescheitert. Und meiner Meinung nach ist einer der Kernprobleme der Integrationspolitik, ist, was den Titel eines Buchs über die niederländische Integrationspolitik war: demokratisches Ungeduld. Politiker und viele Wähler wollen innerhalb 5 oder 10 Jahre Erfolge, Auswirkungen sehen, und sie vergessen dabei, dass einerseits Integration ein langfristiges Prozess ist, das Generationen dauert, und zweitens, dass während diese 5 oder 10 Jahre es immer wieder neue Einwanderer gibt, so dass es ist nicht ein Prozess, wenn das man so klar messen kann. Das zweite Problem mit Integrationspolitik in unseren Ländern ist, dass es eine Überschätzung der Einflussnahme durch staatliche Maßnahmen befördert. Integration geschieht in Betrieben, in Schulen, in Nachbarschaften und Vereinen, und da ist die staatliche Integrationspolitik oft sehr weit und oft auch eher kontraproduktiv. Die dritte allgemeine Bemerkung ist, dass wenn man faktisch nachgeht, wie es mit der Integration von Einwanderern dann mal geht, die allgemeine Struktur und Maßnahmen generell genommen viel effektiver sind als die spezifisch auf Einwanderer gezielte staatliche Politik. Zum Beispiel die Rolle von den Gewerkschaften und das System der Lehrstelle in Deutschland, was wir in den Niederlanden leider nicht haben, und auch die Rolle der Kirche ist viel wichtiger als alle staatliche Maßnahmen, der auch viele staatliche Maßnahmen zusammen. Na, es gibt Möglichkeiten, aber beschränkte Möglichkeiten von staatlichen Maßnahmen, und ich nenne 5. Angebot, organisieren von Angebot von Sprachkurse, Gleichbehandlung, Abbau von gesetzlichen Barrieren für Arbeit, Unterricht und Wohnen. Und was mir ein bisschen erstaunt hat, dass in der Debatte gestern und heute Artikel 15, Paragraph 17a nicht angesprochen ist. Ich denke, Anerkennung von ausländischen beruflichen Qualifikationen ist eine der wichtigsten Barrieren, die den Staat wegnehmen kann, statt Unterstützen von Berufsgruppen, die Ausländer oder Einwanderer draus halten wollen. Aufenthaltssicherheit, Daueraufenthaltsstatus, Einbürgerung und Respekt vor kultureller und religiöser Identität. So,
5 Möglichkeiten, etwas zu machen. Es gibt viel mehr kontraproduktive Möglichkeiten für kontraproduktive Maßnahmen. Maßnahmen mit exklusiver Botschaft. Die Botschaft, Sie sind nicht willkommen, Sie sind Bürger zweiter Klasse, weil das dann immer eine Botschaft ist, die an die Mehrheitsbevölkerung ausstrahlt, aber auch an die Einwanderer. Und ohne eine positive Haltung der Mehrheitsbevölkerung gelingt Integration niemals. Drohung mit Aufenthaltsbeendigung. Auch wenn diese Drohung nur ganz bestimmte Gruppe betrifft und gerichtet ist, sendet da generell eine sehr verbreitete Botschaft. Im letzten Ende sind sie nicht willkommen. Direkte oder indirekte Unterstützung von ausgrenzenden Praktiken und auf dem Arbeitsmarkt, in Berufsgruppen und im Unterricht. Und was ich vorhabe heute Abend, ist von zwei potenziell positiven Maßnahmen, Sprachunterricht und Staatsangehörigkeitsverleihung, als positive Integrationsmaßnahmen die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten in den Niederlanden und Deutschland zu vergleichen. Was sind die wichtigsten Entwicklungen? Was sind die Unterschiede zwischen den zwei Ländern? Und wie sind diese Unterschiede zu erklären? Fangen wir an mit der Sprachpolitik und mit den Niederlanden. Offizielle Minderheitenpolitik war bereits in 1997 angefangen, aber das große Papier war von 1982. Das war 120 Seiten, kein einziges Wort über die niederländische Sprache in dieses Wort. Bis den Anwachs von Asylsuchenden im Anfang 90er Jahre hatten die niederländische Politiker sich niemals über die Kenntnis der niederländischen Sprache bemüht. Ich erinnere mich noch, dass ich Ende 70er Jahre, wenn es eine Änderung der Arbeitserlaubnisgesetzgebung in den Niederlanden gab, mit einem Kollegen eine Änderung in den Gesetzesvorschlag vorgeschlagen hatten, um nach schwedisches Vorbild 250 Stunden Sprachkenntnis in Arbeitszeit, wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer aus dem Ausland holt, soll er 250 Stunden Sprachkurs anbieten. Und das war von Politikern aller Parteien verneint. Das war nicht nötig, sie kehren alle zurück, es gibt Dolmetscher in die Betriebe und am letzten Ende, und typisch niederländisch damals, wer ist in der niederländischen Sprache interessiert? Das Idee, dass ein Ausländer in unsere Sprache interessiert war. So Anfang 90er Jahre bekam Sprachkenntnis für Einwanderer bekam zum ersten Mal ein Thema in die Politik in den Niederlanden und die Reaktion, das Antwort der Politiker war gleich, wir sollen ihn verpflichten. Sie können sich nicht vorstellen, dass Einwanderer niederländische Sprache lernen wollen. Wir sollen sie verpflichten, die Asylsuchende oder die Flüchtlinge oder die Arbeit. Und dann gab sich nach ein halbes Jahr eine politische Debatte, kam es raus, dass das große Problem die Warteliste war, weil da war kein Kursangebot, war kein Lehrbücher, um wirklich richtig gut Niederländisch zu lernen, gab es nur in Belgien. Für die französischsprachige Teil der Bevölkerung, wenn man in Belgien in den erhobenen Dienst eintreten will, muss man zweisprachig sein. So, es gab Lehrbücher für französischsprachige Belgier, um gut Niederländisch zu lernen. Ja, das war nicht so hilfreich für türkische Arbeitnehmer in den Niederlanden. So, dann, ja. Die Warteliste waren das Problem und nicht, dass Einwanderer kein Niederländisch lernen wollen. Und das hat dann zu dem Gesetz von 1998 geführt, dem Gesetz Integration Neuankömmlinge, die zur Teilnahme an Sprachkurse verpflichtete.
Ich hatte mich damals noch sehr, sehr gegen die Verpflichtung gewehrt, weil ich dachte, das unterstützt die Idee, dass Einwanderer das nicht lehren wollen. Wir müssen sie verpflichten. Und dann hat mir der Abteilungsleiter gesagt, ja, leider Kees, den VVD, den konservativ-liberalen, wollen nur zahlen für diese Kurse, wenn es verpflichtet ist. Naja. Ein solches Argument, was kann man als einfacher Jurist dagegen machen? Die ersten Schritte in Richtung mehr Formalisierung, Sprachtest und auch mit rechtlicher Folge, war in 2003, wenn ein formalisierter Sprachtest für den Einbürgerung eingeführt war. Und ein Jahr später gab es unsere Minister Rita Verdonk, die Peter Altmaier heute Morgen auch bereits angesprochen hat. Und sie hat einen Riesenplan mit drei Sprachtests mit unterschiedlichem Niveau. Einmal im Ausland, dann nach den Einreisen innerhalb drei Jahre und dann bei den Einbürgerungen nochmals ein höheres Niveau. Teil dieses Plans war auch, dass alle Niederländer, die niederländische Staatsbürger, die außerhalb der EU geboren waren, auch mal wieder einen Sprachtest am Rathaus ablegen sollten. Es gab sich heraus, dass es etwas 800.000 Niederlander waren und das hat man dann um organisatorische Reden aufgegeben. Aber die Idee, dass man ihre eigenen Staatsbürger wieder verpflichtet, um einen Sprachtest zu... 2006 Sprachkurs und Kenntnistest im Ausland. Heute Morgen sagte einer der Redner, dass von Deutschland das niederländische Beispiel gefolgt hat, aber ich glaube, die erste waren die Deutschen. Die Deutschen haben die Sprachtest eingeführt bei Familienzusammenführung für Spätaussiedler. Und das ist ja eine Kategorie, wo man einen Deutschsprachtest doch etwas einfacher rechtfertigen kann als für marokkanische oder türkische Familienmitglieder. So, wer am ersten schuld war in dieser wunderbaren Debatte, das steht dann noch dahin. Das geht dann weiter in der niederländischen Politik im letzten Jahrzehnt. Seit 2004 hat jede neue niederländische Regierung, und wir haben fünf gehabt dieser Jahrhundert, hat eine neue Gesetzgebung und eine neue Politik zu diesem Thema eingeführt. 2007 hat ein Zentrum-Rechtsregierung die Zahlung von Sprachkursen beendet. Das war die eigene Verantwortung für Einwanderer. Sie haben ein Bußgeld eingeführt bis zu 1.000 Euro. Den Ebene der Test erhöht, aufenthaltsrechtliche Sanktionen. Wichtig war, dass während die parlamentarische Behandlung niederländische Staatsbürger freigestellt werden. Das war in dem Gesetz war noch immer für einen Teil der niederländischen Staatsbürger, speziell den Einwanderer aus Karibisch, unsere letzte Kolonien waren verpflichtet, den Test zu machen. In 2009 hat ein Zentrum-Linkse Regierung die Zahlung wieder eingeführt und die Möglichkeit auch für freiwillige Teilnahme, weil das war ein großes Problem nach der Osterweiterung der EU. Wie gehen wir mit den polnischen Einwanderern um? Wir können sie nicht verpflichten, das war dann mal ziemlich schnell klar. Ja, und wenn wir sie nicht verpflichten können, dann waren die Politiker auch nicht interessiert, so viel in Sprachkursen. Und ich erinnere mich noch, dass ich das in 2000,
9 oder 10 beim Innenministerium waren und sagten, was müssen wir mit den EU-Bürgern aus Mitteleuropa? Und dann habe ich gesagt, ja, man kann ihnen auch einen Teilsprachkurs anbieten. Großes Idee. Und, ja, aber das, für mich war das typisch, weil das Idee, politische Maßnahmen, das hilft nur, wenn wir sie verpflichten. Und wenn wir sie nicht verpflichten können, dann lassen wir sie heraus. So, für 4 Jahre hat der Staat wiederum für die Kurskosten gezahlt, aber die heutige Regierung hat Anfang 2013 wieder eingeführt, dass es die eigene Verantwortlichkeit von Flüchtlingen, von Einwanderern ist. Der Staat zahlt nur Sprachkurse für Flüchtlinge und die anderen Einwanderer können bis zu 5.000 Euro leihen, aber muss sie zurückbezahlen. Und die Drohung von Aufenthaltsbeendigung ist viel schwerer und viel aktueller geworden. Und zurzeit gibt es noch einen Gesetzesvorschlag, dass Niederländer, Unionsbürger und Drittstaatler bekommt Sozialhilfe, wenn er kein Sprachtestdiploma anzeigen kann. Paragraph 2 eine Ausnahme für diejenigen, die 8 Jahre Schulung in den Niederlanden nachweisen kann. So, das befreit die etwa 1 Million niederländische Analphabeten von dieser Verpflichtung. Und es ist klar gemeint für den Niederländer der ersten Generation, die Einwanderer, die keinen Sprachtest abgelegt hatten, für Türken, dass die auf assoziationsrechtliche Gründe freigestellt sind, aber beim Sozialhilfe sollen wir sie dann nochmal verpflichten, können wir sie nochmal verpflichten, und EU-Bürger. Weil wenn ein Pole mit Daueraufenthaltsrecht Sozialhilfe beantragt, dann können wir ihn verpflichten, einen Sprachtest zu machen. Und es gibt noch einen kleinen Unterschied. In unserer Arbeitslosengesetzgebung und Sozialhilfe ist bereits Jahrzehnte eine Regel, die sagt, dass wenn das Arbeitsamt das fragt, muss man Sprachkurs oder einen anderen Kurs machen, um seine Chance auf den Arbeitsmarkt zu vergrößern. Das große Unterschied ist, mit dieser Gesetzgebung muss man einen Sprachtest machen, aber der Staat zahlt nicht. So, derjenige, die Sozialhilfe beantragt, muss selber seinen Sprachkurs zahlen. Die Gemeinde haben sich dagegen gewehrt und haben gesagt, ja, die den Sozialhilfegesetz ausführen, das können Sie nicht meinen in Den Haag. Das kostet uns Hunderttausende Gulden an Sprachkursen. Nein, das haben wir gemeint. Sie zahlen selber. Wie ist ein Frage? Aber es ist ein typisches Beispiel der Integrationspolitik der heutigen niederländischen Regierung. Wirkung dieser Politik. Seit 1998 hat es Hunderttausende Kursteilnehmer gegeben, mit unterschiedlichem Erfolg, aber hat einen sehr wichtigen Beitrag zur Integration und zum Kenntnis der niederländischen Sprache gegeben, hat auch im Anfang sicher die ersten 5-7 Jahre eine positive Botschaft ausgestrahlt, die Einwanderer bleiben, sie lernen unsere Sprache, bitte beruhigen Sie sich nicht, das ist nicht alles so gefährlich und drohend. Aber die erste Kostenreduzierung des Sprachkurses in 2007 hat zu ein fast völliger Stopp von neuen Kursteilnehmern geführt und Bankrott von vielen kommerziellen Sprachschulen geführt. Wenn dann 3 Jahre später den Sprachtest in den Niederlanden zum ersten Mal
als eine Voraussetzung für einen Daueraufenthaltsstatus eingeführt wird, dann hat das zu einem 30% Rückgang der Daueraufenthaltsstatus geführt. Nicht nur für diejenigen mit niedriger Erziehung, aber auch für Hochqualifizierte. Auch die Hochqualifizierte aus Drittstaaten hatten nicht mehr den Daueraufenthaltsstatus beantragt. In 2013 hat es wieder einen starken Rückgang der Kursteilnehmer gegeben. Gemäß den letzten Zahlen, die ich dann im Ministerium bekommen kann, zahlt der Staat für etwa 80% der Flüchtlinge, weil die Flüchtlinge mussten auch eine soziale Leihung beantragen, aber die brauchen sie nicht zurückzubezahlen. So 80% der Flüchtlinge, die verpflichtet sind, unter dem Gesetz einen Sprachkurs und einen Test zu machen, sind damit angefangen. Und 20% der Familienmigranten und 0% der Arbeitsmigranten und EU-Bürger. So ziemlich selektiv wirkende Politik. Und ab letztes Jahr sind die Einwanderungsbehörden auch angefangen mit den Drohungen von Nichtverlängerung der Aufenthaltserlaubnis zu realisieren. Es hat bisher noch keine Abschiebung gegeben, aber wiederholt Probleme. Und ein Kollege hat in Amsterdam eine Untersuchung durchgeführt, weil auf Daten der Gemeinde Amsterdam und den Resultat ist, dass die Zahl von Familien, die in Probleme geraten sind, weil sie ihren Sprachkurs nicht rechtzeitig, ihren Test nicht rechtzeitig gemacht haben und dann die Aufenthaltserlaubnis nicht verlängert ist, ist ziemlich viel höher, als wir erwartet hatten. Unser Staatsrat hat bereits am Anfang bei diesem Gesetz gesagt, dass es Unionsrecht widrig, das kann gar nicht, weil es streitig ist mit den Familienzusammenführungsrichtlinien, aber die Politik und die Einwanderungsbehörde machen ruhig weiter. Dann Deutschland. Sprachkurse, es gibt in Deutschland eine lange Geschichte und viel Erfahrung mit Sprachkursen für Auswanderer, für Flüchtlinge und auch für Kinder ausländische Arbeitnehmer. In Mitte 70er Jahre gab es eine Regelung mit positiven Sanktionen. Man bekam ein unbefristetes Arbeitserlaubnis, wenn ein Kind von einem ausländischen Arbeitnehmer den Sprachkurs erfolgreich beendet hat. Man kann auch, wenn man es will, kann man positive Sanktionen bedenken, aber das fällt Politiker schwer in diesem Bereich. Die Süßmuth-Kommission hat sich mal gründlich orientiert über den niederländischen Modell. Und ich erinnere mich, dass Karl Heilbronner mir sagte, ja, das niederländische Modell war sehr interessant, aber viel zu teuer. Wir machen es billiger. Und ich glaube, das ist auch gelungen. 2005. Und hat das vielleicht auch das System politisch minder quetschbar? Angriffsvoll, weil es in den Niederlanden relativ teuer war, den System, so wenn die Politiker dann suchen, wo können wir Geld sparen, war dies ein doppelt interessanter Field in den Niederlanden. 2005 Zuwanderungsgesetz, verpflichtende oder freiwillige Teilnahme, Bund tragt die Kosten. 2007 Sprachtest in Ausland. Ja, das ist noch ein immer weitergehende Problematik. Ich habe verstanden, dass letzte Woche die Europäische Kommission den Bundesregierung erzählt hat, dass ein Erlass, das verstehen wir nicht, wenn es ein EuGH-Urteil gibt, die sagt, es kann nicht für Türken, dann kann man nicht mit einem Erlass, wir wollen ein Gesetz sehen, bitte. So. Die Geschichte ist noch nicht mit dem Bundesverwaltungsgericht oder noch nicht völlig beendet, glaube ich. Und Anfang Februar wird im Bund eine Verhandlung in die nächste Sache über den niederländischen Integrationstest im Ausland in Luxemburg gehalten. 2013 EU-Bürger
Kursteilnahme bei Restplätzen. Wirkungen in Deutschland, rund 1 Million Kursteilnehmer seit 2005, im 2013 120.000 Kursteilnehmer, 40% Teilnahmepflicht, 60% freiwillig, EU-Bürger mehr als 40% der Teilnehmer, fast 60% erreichen Niveau B1 und ein Drittel Niveau A2. Und das ist auch etwas, was man sieht, sowohl in den Niederlanden als in Deutschland, dass die Politiker immer ein etwas irrealistisch hohes Ziel setzen, sodass die Frustration eingebaut ist. Das ist ein Teil, einerseits Frustration an beiden Seiten und auch die Selektivität, dass die untere 20-30%, der Einwanderer ist von Anfang an klar, dass sie niemals dieses Niveau erreichen sollen. Und man hat diese Problematik eingebaut. Ja, dass Sprachkenntnis nur ein Teil der Integration ist, das ist nicht nur für Deutschland, das ist für beide Staaten, passt das. Wenn wir vergleichen Niederlande und Deutschland, in Deutschland zahlt der Bund die Kosten, in Niederlanden nur für Flüchtlinge. In Deutschland ist 60% der Teilnehmer freiwillig. In den Niederlanden nur 5%, wenn die Gemeinde selber zahlt, ausnahmeweise zahlt für die Kosten. In Deutschland sind die EU-Bürger mehr als 40% der Teilnehmer, in den Niederlanden 0% der Teilnehmer. So, das ist fast eine Wiederholung der Problematik, die wir mit dem ausländischen Arbeitnehmer gehabt haben. Da haben wir nun mit den Arbeitnehmern aus Mitteleuropa. Weil wir sie nicht verpflichten können, sind wir nicht interessiert. Und was geschieht, geschieht. Ein anderer interessanter Unterschied zwischen den Niederlanden und Deutschland ist, da bei Untersuchungen über den Einhalt der Kenntnistests ergibt es sich, dass in den Niederlanden die Inhalt der Frage und die erwartete Antwort viel moralistischer ist als in den Niederlanden, als in Deutschland. In Deutschland sind es viel mehr faktische Kenntnis über rechtliche oder staatskonstitutionelle Verhaltungen. In den Niederlanden ist es viel mehr, den Ziel ist Verinnerlichung der niederländischen Werte. Das ist, was unser heutiger Sozialminister, der verantwortlich ist für Integration, mal sagt. Die Einwanderer sollen unsere Werte verinnerlichen. Und ja, ein Problem mit den EU-Bürgern ist, dass man sie nicht verpflichten kann, unsere Werte zu verinnerlichen. Und seine Antwort auf dieses Problem ist die Partizipationserklärung. Man kann EU-Bürger nicht zwingen, zu sagen, dass sie Niederländisch lernen wollen oder dass sie unsere Werten nachleben wollen. Aber wir können sie es fragen, es freiwillig zu unterzeichnen. Und wiederholt sieht man ein Bild von dem Minister mit einem jungen, wohlgekleideten polnischen oder rumänischen Arbeitnehmer, die dann die Erklärung unterzeichnet. Ja. Ja. Ich glaube, derjenige, der unterzeichnet hat, hat etwas anderes davor, dass er neben einem Minister sitzen kann und fotografiert wird. Und in Niederlanden viel mehr negative Sanktionen, Bußgeld und dass regelmäßig hunderte Euros Bußgeld aufgelegt wird, weil man nicht rechtzeitig das Examen gemacht hat oder nicht rechtzeitig seine anderen Verpflichtungen nachgekommen ist. Keine Sozialhilfe, reelle Drohung mit Aufenthaltsbeendung. So, das ist die eine Maßnahme. Nun die andere, die Staatsangehörigkeitsrecht. In 1986 hatte eine wichtige, komplette Veränderung unserer Staatsangehörigkeitsgesetz gegeben und das hat einen Rechtsanspruch auf Einbürgerung nach 5 Jahren
eingeführt. Und für die zweite Generation, derjenige, die in den Niederlanden geboren ist und bis zum 18. Jahr dort gelebt hat, eine einseitige, einfache Erklärung, dass er die niederländische Staatsangehörigkeit haben wollte, und dann hat er das automatisch. So ein ziemlich liberales System. Und das war zwischen 92 und 97 noch weiter liberalisiert mit durch Einnahme, Einbürgerung mit Hinnahme Mehrstaatigkeit. Nach 97, wenn es, man kann das die 97 als die Anfang der Wende in der Politik in den Niederlanden sehen, hat man diese Idee aufgegeben und wieder gesagt, wir wollen keine Mehrstaatlichkeit. Und ich habe gesagt, ja, das war in den Niederlanden die große Lüge und wie in Deutschland, weil die große Mehrheit der Einbürgerungen sowohl in den Niederlanden als in Deutschland ist mit Hinnahme der Doppelstaatsangehörigkeit. Aber die Politiker könnten weiter sagen, unser Prinzip ist keine Hinnahme der Mehrstaatlichkeit. 2003 Formalisierung von Sprach- und Kenntnistest, habe ich bereits ernannt. Und die Option für die zweite Generation brauchte von 2003 ab Bestätigung von der Justizminister. So, es war nicht lange eine einseitige Erklärung, es war tatsächlich eine vereinfachte Einbürgerung. In 2008 kam es dann die Verbundenheitseid oder Erklärung. Das war ganz etwas Neues und auch eine Zeremonie. Man muss teilnehmen an verpflichtet an eine Zeremonie, und um den Staat niederländische Staatsangehörigkeit zu bekommen. So, der Entscheid ist nicht genug. Man muss auch nach der offiziellen Rezeption im Rathaus. Wiederum verpflichtet. Das, ja, sehr unniederländisch, aber populär in dieser Zeit. Und dann fängt eine über Jahre gehende Debatte über Erweiterung der Verlustgründe und in 2010 Verlust der niederländischen Staatsangehörigkeit nach Verurteilung für Terrorismus. Aber in der Zwischenzeit hat es eine Reihe von Änderungsvorschlägen in der niederländischen Gesetzgebung gegeben, die nicht oder noch nicht durchgeführt sind. In 2010 gab es in der Regierungsvereinbarung das Ziel, dass die ersten 5 Jahre nach Einbürgerung sollte die niederländische Staatsangehörigkeit nur bedingt erworben wird, so die verlor man im Fall von Kriminalität innerhalb dieser 5 Jahre, dann war es wieder verloren. Diese Vorhabe ist nicht realisiert, weil er streitig war mit den europäischen Übereinkommen über Staatsangehörigkeit. In 2012 ein Gesetzesvorschlag mit Einführung von Einkommens- und Schulungsvoraussetzungen bei Einbürgerung. Wir haben bisher noch keine Einkommensvoraussetzung. Und ein Sprachtest, auch bei Option, so das wird das Unterschied zwischen Option und Einbürgerung wird immer geringer. Dieser Vorschlag ist in 2013 wieder zurückgenommen, aber in 2014 ein neuer Gesetzesvorschlag, die den Aufenthaltsvoraussetzung von 5 bis 7 Jahre verlängerte und neue Voraussetzungen bei Optionen. Und das ist die neueste Neuigkeit, Entziehung von niederländischer Staatsangehörigkeit wegen Terrorismus ohne Verurteilung. So ein einseitiger Entscheid Minister ohne vorherige richterliche Prüfung. Die letzten zwei sind zurzeit bevor dem Parlament. Und dann hat es noch ein wiederholter Versuch gegeben in Gesetzesvorschlägen 2007, 2010 und 2012, um eine Aufenthaltserlaubnisverpflichtung und Ausweisung von niederländischen Staatsbürgern karibischer Herkunft. Alle drei Vorschläge sind
letzten End blockiert, entweder weil das der Staatsrat oder ein anderes Organ gesagt hat, ja, das ist staatliche Rassediskriminierung, wenn man niederländische Staatsangehörige karibischer Herkunft anders behandelt als... aber die wiederholte Botschaft, die das ausgestrahlt hat, war für jedermann klar. Welche Tendenzen? Liberal in Staatsangehörigkeitspolitik und Recht in 80er und 90er Jahre. Und das war wirklich auch effektiv, weil heute mehr als 80% und mehr als der türkische Einwanderer der türkischen Herkunft und der marokkanischen Herkunft niederländische Staatsbürger sind. Und das ist ein sehr wichtiges Ereignis. Seit 2000 ständig neue Restriktionen für Einbürger und für die Option der zweiten Generation, neue Verlustgründe und ein wichtiges Aspekt dieser neuen Verlustgründe ist die Drohung von Verlust bei entweder Verurteilung oder Verdacht von Terrorismus, ist das juristisch nur bei Doppelstaatler, Mehrstaatler möglich ist. So de facto sind das in den Niederlanden Marokkaner, Türke und Niederländer aus Landen in Mitten Osten mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung. So auch dieser Verlust, diese Vorschläge strahlen die Botschaft aus, ja, die sind nicht für alle Niederländer und nicht den gemeint, aber für Marokkaner und Türken. Neue Symbolik, die wir bisher nicht hatten, und extreme Vorschläge mit ausgrenzender Symbolik, streitig mit Völkerrecht, EMRK und Europaratsabkommen. Im Vergleich Deutschland, Anfang 90er Jahre Rechtsanspruch auf Einbürgerung, nach 15 Jahren Aufenthalt, 8 Jahre für die zweite Generation, 2000 Jus Soli für die zweite Generation, 2005 einheitliche Sprach- und Kenntnistest und Anspruch auf Einbürgerung nach 8 Jahren und 7 Jahren mit Test, 2007 Hinnahme Mehrstaatlichkeit bei EU-Bürger und 2014 Optionszwang faktisch beendet. So, die Tendenzen hier sind ganz anders. Seit 1990 ständige Liberalisierung für erste und die zweite Generation. Die Ausnahme ist die Sprachtest, das ist eine neue Hürde, die deutlich selektiv wirkt. Und inklusive Symbolik. Jus Soli in 2000, EU-Bürger, Hinnahme der Mehrstaatlichkeit und Ende der Optionszwang. Und nun gibt es etwas Interessantes. Wie haben die beiden Politiker und Gesetzgebungsänderungen ausgewirkt in die zwei Staaten? Die Einbürgerungszahlen in den Niederlanden seit den formalisierten Sprachtests sind 50% heruntergegangen und stabil auf dem niedrigen Niveau geblieben. In Deutschland gibt es eine Spitze in 2000 und einen Rückgang nach 2006 nach der Einführung der Sprachtests und ist die letzten Jahre stabil etwas höher als 100.000. Wenn man ein objektiver Maßstab über den Anwandererteil der Bevölkerung nimmt, so derjenigen, die im Ausland geboren sind und oder Kinder von denjenigen, die im Ausland geboren sind, ist der Einwandererteil in der Bevölkerung in den Niederlanden und Deutschland faktisch gleich. 21% in den Niederlanden, 20,5% in Deutschland, erste und zweite Generation. Aber das Ausländerzahl in Deutschland ist noch immer doppelt so hoch wie in den Niederlanden. Und die Einbürgerungsquote in den Niederlanden ist fast dreimal so hoch. Also die Zahl der Ausländer auf jede 100, die jedes Jahr eingebürgert wird, ist in den Niederlanden noch immer dreimal so hoch. So, die Einbürgerungspraxis in den Niederlanden ist noch immer deutlich liberaler als in Deutschland. Und
Wie lässt sich das verklären? Zum Teil sind die Voraussetzungen für Einbürgerung in Deutschland noch immer restriktiver. Einkommens- und Aufenthaltsvoraussetzungen. Es kann auch sein, dass in den Niederlanden die Praxis in die Gemeinde beim Vorbereiten von Einbürgern viel liberaler ist als die Politiker und die Gesetzgeber. Und auch die Praxis, um Kinder mit ihren Eltern, minderjährige Kinder mit ihren Eltern einzubürgern, kann einen Teil der Unterschied verklaren. Und dann in Deutschland gibt es das große Unterschied zwischen den Ländern in Praxis, die Einbürgerungsquote zwischen den Ländern. Das gibt es bei uns nicht, weil letztendlich alle Entscheidungen in Den Haag getroffen werden. Und die interessante Frage ist, ob, wenn man die Praxis und das Recht mal ansieht, ob es eine gewisse Konvergenz gibt. Wenn wir auch 7 Jahre als Aufenthaltsvoraussetzung nehmen, dann kommen wir vielleicht nah an die, näher an die deutsche Zahl. Wenn man die beiden Gebiete Sprachkenntnis und Staatsangehörigkeit vergleicht, dann ist zum ersten klar, dass die Niederlande deutlich früher inklusive Maßnahmen eingeführt hat als Deutschland. Dass Deutschland viel weniger Gesetzesänderungen seit den Jahrhundertwende eingeführt hat als in den Niederlanden. Und wenn ich in den Zug nach Hohenheim in der Süddeutschen Zeitung gelesen hat, dass die Misere bei der Vorstellung des Migrationsberichtes gesagt hat, wir haben bereits ein Einwanderungsgesetz, wir brauchen kein neues, dann habe ich gedacht, ach, glücklich, ein Politiker. Bei uns, jedes Mal, wenn etwas geschieht, soll man gleich die Gesetze wieder ändern und ist auch nicht interessiert, was vorher mit den letzten Änderungen, wie die er ausgewirkt hat. Dritter großer Unterschied ist, die Kirche und Gewerkschaften spielen in den Niederlanden seit der Jahrhundertwende fast keine Rolle mehr in der öffentlichen Diskussion über Integration der Einwanderer. Sieht komplett aus. Vierter wichtiger Unterschied, dass extrem rechte Parteien haben zweimal direkten Einfluss in die niederländische Regierung. Von 2002 bis 2003 gab es Minister von Pim Fortuyn's Partei in die Regierung und von zwischen 2010 und 2012 gab es keinen Minister, aber die niederländische Regierung war völlig abhängig von der Stimme von der Geert Wilders Partei und die erste Minister und die Vize-erste Minister von den beiden Parteien hatte jeden Montag eine Beratung mit Geert Wilders über die Politik für die nächste Woche und die Entscheidung. So nach außen sah es aus, ob sie nicht in die Regierung saßen, aber faktisch waren sie darin vertreten. Das fünfte Unterschied, dass die niederländische Politik viel mehr als in Deutschland moralisch geprägt ist. Einwanderer sollen werden wie wir. Moralischer Inhalt der Teste. Für EU-Bürger eine Partizipationserklärung. Sie sollen unsere Werte verinnerlichen. Und was sind mögliche Erklärungen für diese Unterschiede? Dass die politische Struktur zumindest in den letzten 15 Jahren in Deutschland deutlich stabiler und pluralistischer war als in den Niederlanden. Dass die 5%-Klausel, der Bundesrat mit unterschiedlicher politischer Zusammenstellung von Landesvertretungen und auch die Unterschiede zwischen den Ländern. In den Niederlanden hat seit 2011 eine extreme Politisierung dieses Thema gegeben. Zum Beispiel das Integrationsgesetz ist seit
2007 ist es eingeführt, fünfmal weitgehend geändert und das Gesetz über die Staatsangehörigkeit dreimal seit 2007. Und die Idee bei den etablierten Parteien ist noch immer, wir wollen unsere Wähler zurückgewinnen von extrem rechten Parteien und die Politik, die sie machen, das in den Niederlanden heißt das Wilders Leid. Und das hat bisher nicht so gut ausgewirkt. Eine letzte Erklärung ist, dass die Säkularisation in den Niederlanden rascher und weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. Daher sind Einwanderer, die Religion als ein wichtiger Teil ihrer Identität ansehen, in den Niederlanden eher problematisch und werden als bedrohend erfahren. Sie bringen uns zurück in was wir gerade hinter uns gelassen haben. Fazit: die politische Botschaft von vielen der neuen integrationspolitischen Maßnahmen in den Niederlanden ist meiner Meinung nach deutlich kontraproduktiv für die Integration. Die spezielle Maßnahmen, die niederländische Staatsbürger aus Einwanderergruppen implizit oder explizit als Bürger der zweiten Klasse bezeichnen und weil das von den Politikern verneint wird oder niemals angesprochen wird in den Debatten, ist das für alle Teilnehmer klar, was da geschieht. Ist die Integrationspolitik in Deutschland und den Niederlanden gescheitert? Wenn man auf die Partizipation von Einwanderern in Arbeit, Erziehung und Politik mal guckt, ist die Integration weitgehend gelungen. Ob das Auswirkung von staatlicher Integrationspolitik ist oder mehr den Folgen von Arbeit von Einwanderern und der Mehrheitsgesellschaft, das ist für mich noch nicht so klar. Was aber klar ist, dass das niederländische Modell der letzten 10 Jahre nicht nachahmenswert ist. Vielen Dank. Applaus